Zahnfee war da. Ich weiß, bei dem einen oder anderen ist es vielleicht ein Weilchen her, dass die Zahnfee euch besucht hat. Bei mir ist es jetzt wieder soweit. Und zwar war Amazon so lieb. Ich habe mir einen kleinen Brand bestellt, ja. So ein geiles Teil. Ich würde sagen, fackel nicht länger rum. Ich bin noch todesmüde, bin ich ganz ehrlich. Ja? Ehrlicherweise jetzt. Ich fackel nicht lange und wir schmeißen. Digga, das sieht aber sehr, sehr kompliziert aus. Digga, wie krieg ich hier rot hin? Bitches not. Ein Hurensohn. Show me a rat color. Come on, boy. Ist an sich ganz cool, ne? Aber bockt sich. Also daraufhin wache ich nochmal neu auf, weil nochmal neu aufwachen und sowas. Sicherlich geil. Wie als würde ihr mit Sternenhimmel aufwachen, weißt du? Machen wir nochmal. 3, 2, 1, go. Stell dir vor, ihr wacht in der Nacht auf, es sieht so aus. Durch kein Topf da kommen. Ah! Oh. Oh. So, Freunde, jetzt mal kleiner Real Talk außen. Oh Gott, war das cringe. Der hat leider keine Rollen, deswegen ist es ein bisschen, ich hoffe, das stört euch nicht allzu sehr. Wir fahren jetzt nach Köln und ich fahre zusammen mit meinem Bruder nach Köln, weil wir müssen noch ein, Geschenk für unseren Vater holen. Und dann muss ich noch ein paar Sachen für die Pfeife holen, eventuell geht's auch noch zur Friese. Ne? Und ja, Freunde, würde ich sagen, sehen wir uns auf dem Weg zum Bahnhof wieder. Jetzt ein paar alte Aufnahmen von mir, ne? Ein paar alte Aufnahmen. Vor 3 Jahren oder so, wie ich zum Bahnhof laufe, ab dafür. Ja, Leute, ich bin jetzt hier am Bahnhof angekommen. Mutter sagte, wir müssen noch ein bisschen einkaufen. Ja. Sind wir noch mal kurz an die reingesteppt? Das Ding ist echt hübsch. Ui, welcher ist hübsch? Das Ding, also nicht der Farbe, aber. Ja, aber ist ganz geil, ne? Die haben halt so ein bisschen exotische. Der Kollege weiß jetzt nicht. Sicher. So, Mietz und ich überlegen jetzt nochmal. Wir müssen ja noch ein Geschenk holen für unseren Dad. Deswegen sind wir zu Colomart gegangen. Gucken wir jetzt mal hier. Die finde ich aber auch nice da, sag ich ehrlich. Für den Mattes ist eine Daytona vielleicht auch ganz geil, ne? Freunde, ich gehe jetzt zum Friseur. Ich habe Angst. Wirklich tolle Angst. Also, ich gehe jetzt zum Friseur. Ich mache das. Eventuell ein bisschen anders heute. Aber ich habe wirklich Angst, ja. Also, wir sehen uns wieder, wenn ich vom Friseur wiederkomme. Es könnte nach hinten losgehen. Deswegen, ich habe ja Angst. Ich gehe auch gerade in die falsche Richtung, weil hier nicht so viele Leute sind und es mir unangenehm ist zu filmen. Deswegen muss ich jetzt ganz cringe wieder umdrehen. Ja. Geiler Mittelscheitel, Digga. Digga, was geht hier ab? Jungs, ich hab 2 Euro angezahlt, ne? Fuck. Also da lass ich mir jetzt mal ganz fein sauber 130 Euro auszahlen. Wirklich 2 Euro reingemacht, Digga, 130 raus. Das ist mein Leben. So lebe ich. Und da habe ich den Friseur wieder drin. Also lacht mich nicht aus. Was? Der Klack
harte Grenze, rollen Gold vor. 6-5 Pakete Hase aus Puffanlage Agrapovic. Tachonase springt los, gib ihm 5 Karacho, Gelato Branco. Ich wollte euch jetzt den neuen Kopf zeigen. Ich wollte euch zeigen, wie ich eine Pfeife barze. Ich wollte Livestream, wie ich eine Pfeife barze. Ich wollte alles barzen. Ich stehe im Shisha-Laden. Jo, Mika, brauchen wir noch Kohlen? Nee, Mann, brauchen wir nicht. Eine Kohle zu Hause. Was jetzt? Was soll ich jetzt machen? Schlafen gehen? Morgen aufwachen ohne Kopf? Was soll ich tun? Boah. Morgen zusammen. Morgen. Die reden da oben, jeder kann mich hören, keine Antwort. Richtig geile Sache, wir fahren jetzt in die Baumschule. Also Baumschule. Fahren wir jetzt hin. Mega geile Sache hier. Bäume kaufen. Geil, Alter, Mann, den wollte ich mir sowieso noch kaufen. Geil. Ja, pack's mir den sonst ein. Zum Mitnehmen einfach, ja. Ein Tütchen, 20 Cent extra, top, machen wir. Wir haben uns jetzt für den Osaka Suki entschieden. Der Osaka Suki ist bekannt für seine schönen Herbstfarben und darüber wird sich mein Vater sicherlich freuen. Dieser Baum, ja, das ist Gestrüpp, kostet 380 Euro. Meine Damen und Herren, das sind 3,800 Euro Spins. Und das Ding wird mitgenommen, ich fasse es einfach nicht, sorry, aber... Auf den Schock brauche ich erstmal einen Kopf, ja? Rauch mal einen Kopf, 3, 2, 1.